Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Abenteuer im verstrahlten, gefährlichen Ödland erlebt und jetzt sind wir zu Hause. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich noch nach der letzten Aufnahme gemacht habe. Ich glaube, ein paar Sachen hergestellt, ein bisschen hier rumgeschraubt an meinen Powerarm aus. Wie viele habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Und ja, die will ich so weit wie möglich hochballern. Ich wollte schon Jetpack und so was alles da dran packen, aber ich brauche für alles Aluminium. Ich habe ein Aluminium. Und ja, muss ich irgendwo mal gucken, ob ich das irgendwo herkriege. Kaufen oder finden wir billiger. So, Nick hat mich gerade angequasselt von alleine. Also nehme ich mal an, der will irgendwie unsere persönliche Ebene hier vorantreiben. Also los, Hey, komm. hast du was auf dem Herzen? Hast du vielleicht jetzt mal kurz Zeit? Ja. Natürlich, Nick. Was gibt's? Normalerweise würde ich dich damit nicht nerven. Aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. So fängt alles an. Solange ich denken kann, habe ich schon diese Rückblenden. Erinnerungen an Orte, an denen ich nie war. Dinge, die ich nie gesehen habe. Nix Erinnerungen. Die sind nicht schlimm. Die sind nur ein Hinweis, dem ich nicht entrinnen kann, dass ich nicht die Person bin, die ich glaube zu sein, dass ich gar keine Person bin. Ich bin nur eine Maschine, die vorgibt, ein Mensch zu sein. Mensch, Mensch sei mit überbewertet. Ist doch eine Energieverschwendung. Sieh nur, wohin uns die Menschheit gebracht hat. Das sagt sich so leicht. In deinem Schädel befindet sich nicht das Leben eines anderen. Versteh mich nicht falsch. Ich stehe in Nicks Schuld. Diese Erinnerungen haben mich am Leben gehalten. Nick war ein toller Bulle. Ein Mann mit gutem Instinkt und einem guten Herzen. Ich kann von Glück reden, dass sie mir keinen Häftling eingepflanzt haben. Oder wer auch immer sich an den grauen Zellen hat rumpfuschen lassen. Aber dank Nick gehe ich als Mensch durch. Deshalb lebe ich unbehelligt in Diamond City, während andere Synths sofort erschossen werden. Ich weiß, ich hab's gut, aber mein ganzes Leben verdanke ich Nick. Alles, was mich ausmacht. Mein Urteilsvermögen, meine Sprache, ja sogar mein Name. Das gehört ihm. Und ich kann nichts dagegen tun. Denn ohne das bin ich nichts. Eine Hülle. Ich will doch nur ein Leben, in dem irgendetwas mir gehört. Ich und Nick drinnen, ein neuer Name. Ein neuer Name. Wie wär's mit einem neuen Namen? Würde das helfen? Ich hab's. Zerfallbot 3000. Tja, es ist wohl der Gedanke, der zählt. Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Schön, dass du mir zugehört hast. Du bist wirklich ein guter Freund. Danke. Ja, ich weiß. War anscheinend noch nicht so ein Es guter gibt da Freund. noch diese Okay. Sache aus Nick Valentines Vergangenheit, die ich gerne abhaken möchte. Ich könnte Hilfe Sag Bescheid, gebrauchen, wenn wenn du du ein bereit bist. kleines Okay. Kämpfer Das oder ging Söldner schnell. einstellen Klar. willst. Was gibt's denn? Was? Dies hier stammt Einmal kurz den direkt aus Rücken den zugedreht. Archiven. Es war einmal im Lande Boston. Da lebte ein König des organisierten Verbrechens namens Eddie Oh, Eddie Winter. Winter. Er war Okay. ein böser Mann, der viele böse Dinge Von denen haben tat. wir in Er einigen wachte lange über Polizeirevieren hier unschuldige schon ein paar Menschen. Informationen bekommen. Aber er wusste, dass das Ende näher kam. Also verschanzte er sich in einem persönlichen Luftschutzkeller unter dem Sandwichladen, den er als Hauptquartier benutzte. Okay. Eddie Winter war aus meiner Zeit ein echter Drecksack. Achso, ich dachte, Die er war Geschichte jetzt wird noch die verrückter. Der Holobänder arrogante verzogen. Sack wollte Okay, den Tod was soll's? überlisten. Ewig leben, damit er irgendwann aus dem Keller kriechen könnte und eine schöne neue Welt vorfinden würde. Kommt dir bekannt vor? Aber Eddie wollte keine Gefrierbanane sein, also kein Kryoschlaf für ihn. Nein, er steckte sein Geld in ein krankes, abgefahrenes Strahlenexperiment. Sag bitte nicht. Du willst doch nicht sagen, dass er die Strahlung dazu benutzt hat, um... Ganz recht. Eddie Winter hat sich in einen Ghoul verwandelt. Ja. 200 Jahre bevor es Mode Der war wurde, super hat mutant, ein klar, aber Mann... cool, stimmt auch, Er war ja. vermutlich sogar der Erste überhaupt. Und ich bin mir sicher, dass er immer noch in diesem Keller sitzt. Wohlbehalten und sicher.
bereit rauszukommen und seine Schreckensherrschaft fortzusetzen. Ich werde ihn finden und töten, damit das niemals passiert. Bist du dabei? Warum tust du das? Ich verstehe nicht, Nick. Warum willst du Eddie Winter töten, wenn er überhaupt noch lebt? Das klingt nach einem Rachefeldzug. Ich habe Erinnerungen. An ein Mädchen. Nicht meine echten Erinnerungen, das weiß ich. Sie sind von Nick. Aber das Mädchen, sie war echt. Sie war wunderschön und unschuldig. Und Winter hat sie ermordet. Jetzt wird er den Preis dafür bezahlen. Jetzt weißt du's. Bist du dabei? Also gut, Nick. Schnappen wir uns das Arschloch. Du bist ein guter Mann. Jetzt weiß ich, wo Winters Luftschutzkeller ist. Aber die Tür ist durch einen komplexen Zahlencode gesichert. Ach, da waren wir doch, glaube ich, oder? Winters Arroganz, keine Grenzen. Damals nahm er 10 Holobänder auf denen er verschiedene kriminelle Partner belastete. Auf jedem Band steckte er eine Zahl. Wenn wir alle Holobänder finden, haben wir alle Zahlen. Und mit den Zahlen haben wir den Code. Ich dachte, das ist jetzt... Ich führe jetzt schon eine Weile eine Datei über ihn. Hier drin sind 2 Holobänder, die es sich lohnt anzuhören. Einschließlich eines von Winter, das ich aus der Asservatenkammer der Polizei von Cambridge entwendet habe, bevor sie von den wilden Ghulen überrannt wurde. Mein Gefühl sagt mir, die Beweismittelterminals der Polizei von Boston sind der Schlüssel zu diesem Fall. Es würde sich bestimmt lohnen, Polizeiwachen aufzusuchen, in denen du schon mal warst. Ein neuer Tag bricht an. Stimmt. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Zum Glück kann man schon einige davon. Erstmal Level Up. Stimmt, ich war sehr kurz vor Level 56. Und ja. Wir tun den hier auch noch auf Maximum bringen. Damit meine Fusionskern jetzt eben maximale Laufzeit erreichen. Dann könnte ich jetzt direkt eigentlich eine Power Armor benutzen, aber wie es aussieht, sind wir jetzt nur ein paar Polizeireviere am Abstauben, also ist das jetzt nicht wichtig. Wodurch habe ich die Erfahrungspunkte bekommen? So, ich glaube, ich habe bei meinen Robotern ein bisschen rumgebastelt. Identität bestätigt. Ah, sehr gut, ne? Ist noch nicht fertig. Ich habe die meisten, ach ja, hier habe ich eine Leiter eingebaut. Einfach so. Bald kommt der DLC, da kann man seine Werkstatt noch ein bisschen aufballern. Und ja. Okay, bitte sag mir, die sind alle irgendwo notiert, weil sonst kriege ich Probleme. Tatsächlich, sehr gut. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Habe ich noch irgendwann? Ich habe da noch die ganzen Holobänder bekommen. Ich dachte, der meinte diesen einen Keller unter diesen Einladen. Weil, wo wir gegen diese Roboter kämpfen, da war ja auch irgendwie so Raider drinne. Und da waren irgendwie... Ja super, welches habe ich denn jetzt bekommen? Welches hatte ich schon vorher? Da potten wir uns einfach mal irgendwo zu eins hin. Erst einmal. Wo haben wir denn noch eins? Hier haben wir eins. Netix Banks. Gehen wir da rein. Ich bin hier der Alltagstyp. Okay, dann sind wir. Dann bin ich sehr beschäftigt in dieser Aufnahmezwischen. Weil das ist. Der wird sich bestimmt nicht in einem Part oder so erledigen lassen. Ja. Oh Gott, habe ich jetzt Waffen überhaupt dabei? Ich tue meine Waffen eigentlich immer ablegen, weil ich irgendwie Sachen verkaufe und so. Ich glaube, ich habe die noch dabei. Hoffentlich. Okay. Gut, dann machen wir aber sehr viel Fortschritt bei Nix Fähigkeit. Hoffentlich ist das auch das alles wert. Nicht, dass wir irgendwie so einen blöden Dings kriegen wie, ja, du kannst Terminals nochmal besser hacken. Oder irgendwie so ein Dreck. So. Ach ja, warte mal. Hier war nochmal eine Power Armor. Hallo? Du bist sowas von tot. Little. Mach ich jetzt nochmal. Aber ich hab Waffen dabei, das ist schon gut. Hab ich viel Munition dabei. Hallo? Aber hier waren wir schon, da möchte ich jetzt nicht nochmal alle kaputt hauen.
Mit fällt mir da einfach einmal an, aber wollte ich noch sagen. Ja, spielen wir mal die Holobänder ab. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welche ich schon vorher hatte. Sortieren, Wert, Gewicht. Ja, okay. Dann hören wir uns alle an. Nachricht an Johnny Montrano. Johnny, wenn wir uns auf den Weg da machen. Johnny, du fettes, faules Stück Scheiße. Ich wusste, dass der Deal zu gut war, um wahr zu sein. Tun wir uns mit dem North End zusammen. Begraben wir das Kriegsball und arbeiten zusammen für einen gemeinsamen Feind. Wir beide bringen... Was, mein Junge? Was musst du denn? Was war denn schon? Im Auto hocken, an der Ecke stehen die Augen aufhalten. Den Hund brauchst du jetzt nicht unbedingt vorbeikommen. Damit die Jungs drin wissen, dass es Schwierigkeiten gibt. Ganz einfach, oder? Da hätte ich einen Neunjährigen aus dem Ghetto dran setzen können. Aber im Interesse der irisch-italienischen Beziehung habe ich dir den Job gegeben. Und was passiert? Nichts. Nichts passiert. Du hockst auf deinen fetten Arsch und lässt dir die Cannoli-Füllung aufs Doppelkinn tropfen. Du siehst... Also. Siehst einfach zu, wie die Bullen monatelange Planung in 2 Minuten zunichte machen. Glückwunsch, Johnny. Ganz großes Kino. Du und deine Kumpels, ihr habt den alten Eddie Winter echt unter Druck gesetzt. Du solltest diese lustige Geschichte deiner kleinen Tochter erzählen, wenn du sie abends ins Bett bringst. In dem Eckschlafzimmer im oberen Stock mit der rosa Tapete, in dem kleinen Haus auf der Prince Street. Ja, Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Und die nächste einmal. Nachricht an Robert Cooper. Oh, ja. Was? Das war gute Arbeit, Bobby. Das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Oh Gott. Wenn die Schecks von der Versicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dann komme ich jetzt hier raus, ohne dass der Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Ja, das Ding ist sie irgendwie. Das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Ja, so kann ich nicht da oben hin. Das ist ein echt angepisster Dino. Nimm das! Kannst du bitte auf die Räder losgehen? Ja, hab ich überhaupt schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Jetzt habe ich gesehen. Ja, du geh mit deiner Planke auf den Toast gerade los, du. Ist ja auch ein richtiger. Mann, wer hat das Ergebnis kommen gesehen? Vielleicht mal speichern. Ist das Ding schon vorbei? Ist der nicht rein, oder was? Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, egal wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. So, Kopf. Oh. Du musst abnehmen, um hier durchzukommen, ne?
Oh, wir gehen einfach. Das ist ein bisschen zu doof. Okay, ein Werfer natürlich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon war. Als ich da in der Kirche war, in dem Motel, da weiß ich noch. Habe ich eine gestohlene Power Armor herbekommen. Meine liebe Mrs. Wen, ich hoffe, es geht. Habe ich die irgendwie eingesagt, bevor die irgendwie in die Power Armor reingegangen sind, oder wie? Wenn ich mich nicht irre, haben Sie mit dieser Palette Buff-Out ein kleines Vermögen verdient. Und Woli hat 8 Jahre im Staatsgefängnis bekommen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wieso wiederholen wir das Ganze nicht noch einmal? Was? Beide lieben die gleichen Dinge. Geld und die Vernichtung von Personen, die uns in die Quere bekommen. Alter. Was ist das? Boah. Jump shots. Da passen wir gerade auf den Friedhof. Okay. Mein Gott. Warum? Da. Ja, Buffhautlieferung war das jetzt. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Ja, ich glaube, das hatte ich schon. Nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt und das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Die Todeskralle hat hier einfach alles zerstört. Ist aber, glaube ich, geskriptet hier, ne? Weil so stark war die jetzt nicht. Ich weiß, ich tue nie den Schwierigkeitsgrad hier ändern. Warte. Okay. War trotzdem zu sicher, man weiß ja nie. Ich glaube, die waren schon alle hier tun. Das sollte einfach nur eine Atmosphäre hier sein. Ja. Antiquitäten habe ich gerade gesehen. Also, eigentlich ist da auch was. Ich nehme jetzt auch ein bisschen Fleisch mit, um, weiß nicht, um zu Hause so ein paar Gerichte zu kochen. Das gibt ja auch Erfahrungspunkte. Kann ja auch nicht schaden. Na, muss ich wieder zumachen irgendwie. Ob da mich jemand noch nervt. Zum Glück habe ich schon die ganze Kugel, sonst muss ich die alle aufsammeln. So. Bei meinen Antiquitäten ist ein bisschen mehr drin, ne? Glaube ich, tue ich mal ein paar Terminals hier finden, obwohl Beziehungen aufbauen mit Nick brauche ich, glaube ich, nicht mehr, weil cool, wenn ich die Quest hier erledige, dann ist er schon vorbei. Nehme ich an. Liegst du hier auf? Ja, du liegst in der Luft. Ja, die Todesball hat ja alles zerstört. Nehme ich an. Muss geskriptet sein. Ja, der Tür geöffnet. Aber ich glaube, in echten Szenario wäre das nicht möglich gewesen.
Oh, alle Antiquitäten schon weg. Da kann ich irgendwann hier verschlossen sein. Okay. Nö, okay. So in der Sekte herum. So, dann ab in die Kirche. Und da ist eine Red Rocket Raststätte. Ist das die aus dem Hauptmenü? Nee. Vor allem die Red Rocket Raststätte im Hauptmenü ist irgendwie, ich glaube, sieht doch ein bisschen anders aus. Weil da ist dann in der Richtung gar nichts. Also, kannst du mal offen durch die Gegend zu rennen? So. Meine Güte, was ist mit dir los? Er geht einfach an der Werkbank. Gut. Ein Holomant können wir ja wohl noch auftreiben in diesem Part, oder? Da ist schon der nächste. Ping. Polizeirevier Netic. Buchrückgabeterminal. Was gibt's hier? Jetzt hat man eine saubere Hundelappen. Ich in einen. Wow. Ich in einen, der irgendwie was Wertvolles drin hat. Und das ist ein Buchrückgabeding, aber trotzdem. Oder alles irgendwie einen Wert haben. Weil wir lernen durch Zeitschriften irgendwelche Fähigkeiten und so. Oh, das Perspektive macht dich voll kirre irgendwie gerade. Muss ich mal irgendwann abgeben. Ich glaube, ich sag das jedes Mal, aber trotzdem. Ja, völliges Buch und das ist Seife, ja. Wer hat die im Fall gelassen? Boah, wird ein bisschen schwindelig hier von der Perspektive, ganz ehrlich. Schon irgendwie krass, so. Aber hier ist alles perfekt intakt. Sehr gut. Hier ist aber keins drin, ne? Da. Ups. What? So, der Teil. Okay. Handy Holo Winterband 4, oder? Ne? Winter Holo Band. Handy Holo, was? Nachricht an Claire Posinski. Dinner. Heute Abend. Du, ich und Arthur Black. Die Reservierung ist um 7 im Cornerstone Grill. Keine Angst. Ich sorge dafür, dass sich Arthur benimmt. Er wird sicher nicht wieder den Kellner wegen der vergeigten Bestellung abstechen, wie das eine Mal in Charlie. Und mit dem sagen wir, ich muss den Code nicht selber irgendwie entschlüsseln. Wäre ein bisschen krass. Ich glaube, ich habe eine 7 rausgehört. Aber welche Reihenfolge man dann nehmen muss oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich nach den Dingens hier, nach den Holobändern. Nummern oder so. Aber trotzdem. Da kann mir ruhig Nick abnehmen. Er ist ja Detektiv, ich bin nur ein Professor. Ja. Gut, dann kann ich ein Party beenden.
dieser krummen Lage hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.